Tim. Beim Einbau beachtet bitte, wie ihr hier seht, dass der RAM auch richtig einrastet. Ansonsten könnte es zu Fehlern beim Booten des Rechners kommen und das ist einer der Gründe, warum die meisten Rechner nach einem ersten Zusammenbau nicht direkt starten. Ist der RAM fest verbaut und sitzt sicher im Slot? Dann kann es weitergehen. Und zwar mit der superschnellen SSD von Samsung, eine 89 Pro mit 1 TB. Diese wird einfach unter den CPU M2 Slot eingesteckt und dann hinten natürlich verschraubt. Und der ganze Spaß muss ja auch irgendwo rein. Und zwar kommt das alles in einen Lian Li Dynamic Evo 11. Die Seiten werden abgemacht und das Mainboard wird installiert. Das Mainboard installiert und wir haben einmal hier die M2 drin, dann haben wir den DDR installiert, die CPU installiert und nun kann es weitergehen.